Hallo. Habt ihr euch schon mal etwas ganz, ganz Großes gewünscht, wovon ihr dachtet, ach, mal gucken, ob das jemals in Erfüllung gehen wird? Und dann ist es doch eingetreten, der Wunsch ist realisiert worden. Meine Theorie ist, dass wenn man sich etwas ganz, ganz besonders wünscht und ganz mit vollem Herzen dabei ist, dann ist die Möglichkeit, dass das tatsächlich irgendwann so kommen wird, enorm groß. Diese positiven Gedanken ziehen die Ergebnisse wie magisch an. Also mir ist es tatsächlich passiert. Ihr wisst, ich teste seit Jahren Hautpflegeprodukte in allen Preislagen. Zum Schluss diese ganz teure Serie QMS, die auch gute Resultate erzielt hat. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Es müsste eine Hautpflegeserie geben, die auf der einen Seite bezahlbar ist und wo auf der anderen Seite nur gute Inhaltsstoffe drin ist, also nichts Böses, und die genau auf die Bedürfnisse einer Frau in den Wechseljahren angepasst ist. Und siehe da, dieser Wunsch ist nun realisiert worden. Vor ein paar Monaten hatte ich ein Telefonat mit dem Anwenderzentrum der Medizintechnik der Technischen Hochschule Mittelrhein in Gießen. Man hat mich gefunden, indem man recherchiert hat, wer beschäftigt sich mit Kosmetik Ü50 und wer macht das auf eine ehrliche Art und Weise, weil das Produkt, was jetzt schon seit langem, langem in der Entwicklungsphase steckt und nun fertig ist, ist ein ehrliches Produkt, was auch genauso vertrieben werden soll. So, jetzt ist es eben soweit, es gibt eine Hautpflegeserie, die speziell für Frauen ab Wechseljahre produziert wurde, recherchiert wurde, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, die wurde wissenschaftlich zustande gebracht, weil in dieser TH arbeiten natürlich nur Doktoren, Diplomingenieure, Chemiker, die sich darauf spezialisiert haben, Medikamente zu bauen und auch kosmetische Wirkstoffe, die tatsächlich das machen, was sie sollen. Wie geht's jetzt weiter? Also ich habe hier Produktdummies, das heißt, das sind Verpackungen, die sehr wahrscheinlich in etwa so aussehen werden, aber noch nicht hundertprozentig. Und ich möchte einen Aufruf starten für einen Workshop. Wir laden 5 Frauen am 9.9. nach Gießen ein. Wir machen dort einen kleinen Film. Also derjenige, der da hinkommt, der muss damit einverstanden sein, dass wir diesen Film auch auf YouTube Silver Woman online stellen und auf der Homepage der Creme. Und wir machen uns dort einen schönen halben Tag. Wir dürfen in alle Laboratorien rein. Nicht traurig sein, wer da nicht hin kann. Am Ende des Films zeige ich euch noch ein paar Schnipsel, die ich letzte Woche in Gießen drehen durfte. Herzlichen Dank dafür, weil das ist nicht so selbstverständlich, damit man sich vorstellen kann, wie wird sowas überhaupt gemacht, weil da steckt jahrelange wissenschaftliche Forschung hinter diesen Dingen. Und ich werde euch auch in den nächsten Filmen dann erklären, wie man sich das so vorstellen kann, weil wir hatten einen sehr informativen Tag in Gießen, wo uns erklärt wurde, warum, was, wieso. Und also ich habe versucht mitzuschreiben. Es war gigantisch, was mir der Diplom-Ingenieur für chemische oder medizinische Produkte dort alles erzählt hat. Es ist unglaublich, was uns die große Kosmetikindustrie vorenthält, beziehungsweise was die gar nicht zusammenpacken, weil das Produktionsrisiko für die viel zu groß ist. Ein Beispiel, wenn ein Riesenhersteller für Fruchtsäurepeeling in Australien produziert und weltweit dieses Serum dann verschickt, kann man sich vorstellen, dieses Produkt ist dann monatelang in Containerschiffen auf dem Weg und diese Container sind nicht klimatisiert. Das heißt, das Produkt ist zum Teil großen Temperaturen ausgesetzt und wenn das Wochen später im Zielland ankommt, dann muss das immer noch so funktionieren, als wäre es gerade losgeschickt worden. Das heißt, da sind so viele überflüssige chemische Sachen drin, die das Produkt für die Haut vielleicht so ein bisschen zweifelhaft machen. Die Produkte, die ich jetzt hier habe, ich zeige sie mal ganz kurz, den Namen habe ich so gedreht, dass man den nicht lesen kann.
Diese Produkte werden in Deutschland mit deutschen Inhaltsstoffen produziert und zwar immer nur so viel, wie in den nächsten Wochen abverkauft wird. Das heißt, wenn ihr im Drogeriemarkt oder in der Parfümerie eine Creme kauft, die kann da schon monatelang stehen. Das kann man nicht nachvollziehen, wie lange steht das da. Von daher ist dieses Gesamtkonzept für mich eine gigantische Herausforderung, eine Problemlösung für Frauen wie mich in den Wechseljahren, wo verschiedene Prozesse in der Haut ja gar nicht mehr gegeben sind. Unsere Zellteilung funktioniert nicht mehr so schnell. Die Kitzsubstanz zwischen den einzelnen Hautschüppchen, die wird locker, deswegen können so schnell böse Dinge in die Haut eindringen und zum Beispiel Entzündungen hervorrufen. Die Kollagenbildung geht zurück und in diesen Produkten, es sind im Moment 9, erkläre ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, das kann man überhaupt sehen, nicht, dass das überstrahlt. So, ne? Also im Moment sind es 9 Produkte, die man natürlich nicht alle auf einmal braucht, aber mit einem Starterpaket von 4 Produkten kommt man für die Tag- und Nachtpflege schon sehr, sehr gut zurecht. Eine Sache ist zum Beispiel mein Lieblingsprodukt. Das sind solche, habe ich euch im letzten Film gezeigt, tablettenähnlichen Kapseln. Die reißt man auf, dann nimmt man dieses Teilchen hier raus, ne? So sieht das aus. Dann füllt man das Töpfchen mit dem Serum auf, da gibt es unterschiedlich, je nachdem, ob man die Haut eher regenerieren oder erfrischen will. So, und dann kommt diese Tablette da rein, schwuppdiwupp. Eine unserer Zuschauerinnen hat das schon richtig erkannt, letztes Mal bei den Kommentaren. Dann nimmt man, ist das nicht toll, also so eine kleine Tablette, schwupp, wird eine getränkte Fließmaske, die jetzt alle schönen Inhaltsstoffe drin hat. Und dann schüttelt man das so ein bisschen. So, Vorführeffekt. Ne? Zu Hause geht das immer besser. Und dann legt man die sich aufs Gesicht. Entweder auf das frisch gereinigte Gesicht oder auch übers Make-up. Also an dem Make-up passiert nichts, wenn man sagt, boah, im Büro ist gerade so stressig, ich habe eine Viertelstunde Pause, ich lege mir meine Maske auf und entspanne mich dabei. So, das ist also zum Beispiel eins, wo ich sage, boah, toll, habe ich so noch nicht gesehen. Und die Maske wird damit frisch gemacht. Das heißt, es gibt natürlich Fließmasken im Drogeriemarkt, die reißt man auf, die sind schon getränkt, aber die ist ja schon wieder dann fertig und muss wieder konserviert werden. Hier hat man die Fließmaskentablette und macht sich das dann ganz frisch. Und man hat den Vorteil, man kann ja auch noch etwas untereinander mischen. Das heißt, ich kann in dieses Serum noch ein Tröpfchen von meinem Hyaluron-Gel einrühren mit einem Wattestäbchen und habe so dann auch nochmal einen kleinen Sofortpolsterungseffekt. Also was soll ich euch erzählen? Ich kann jetzt noch Stunden erzählen. Ich bin total begeistert. Bei dem Termin in Gießen stand mir oft das Pipi in den Augen, weil man hat dadurch, dass wir jetzt seit Monaten im Kontakt sind, die Verpackungen, kleine Details genau auf mich angepasst. Ist das nicht schön? Was das für Details sind, darf ich im Moment noch nicht verraten. Nächstes Mal halte ich dann die Produkte auch mit Namen in die Kamera und erzähle ganz genau, was kann welches Produkt. Endlich ist diese Lücke geschlossen worden. Endlich habe ich eine Produktlinie gefunden, wo ich sage, ja, da stehe ich mit vollem Herzen dahinter, weil bis jetzt war für mich Kosmetik immer so ein bisschen, Effekthascherei. Der ein oder andere wird das jetzt vielleicht auch wieder in die Kommentare schreiben und sagen, boah, hat sie sich da fangen lassen? Also Mädels, ich bekomme dafür jetzt kein Honorar, dass ich euch erzähle, dass ich das gut finde, sondern ich habe diese Produkte getestet seit ein paar Wochen. Ihr habt selber unter meinen letzten Film geschrieben, boah, Michaela, du siehst so gut und strahlend aus, woran liegt das? Die Testimonials, die schon seit Monaten in diese Tests eingebunden sind, werden dauernd angesprochen, du siehst so frisch aus und es ist alles ohne Tierversuche, ohne zusätzliche Stoffe, die da als Füllmaterial gar nicht reingehören, so wie andere Firmen das machen. Klar kann man eine Creme für 5 Euro kaufen, aber da ist jede Menge Zeug drin, was da überhaupt nicht sein müsste. Und das, was sein sollte, ist da eventuell nicht drin. Das heißt, wir haben hier hochwertigste Inhaltsstoffe mit einer hochwertigen Forschung ringsrum und man hat uns versichert, dieses Labor in Gießen mit den ganzen Gerätschaften, da würden sich die großen Firmen die Finger nachlecken, das machen die gar nicht. Wir haben immer das Gefühl, dass sie das so machen würden, aber das ist gar nicht so der Fall und was soll ich euch sagen? Ihr merkt, ich bin begeistert. Also Ankündigung, wir brauchen 5 Frauen.
für den 9.9., die Lust haben, an diesem Workshop in Gießen teilzunehmen. Und nach 6 Wochen, das ist natürlich dann auch Grundvoraussetzung, da können wir aber die Termine einzeln ein bisschen abstimmen, kommt ihr dann bitte zu mir nach Pulheim und ich drehe da nochmal so einen kleinen Film. Wie sieht die Haut jetzt aus? Wie sind eure Erfahrungswerte mit dem Produkt und wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was war der Unterschied zu anderen Pflegeserien, die ihr bisher genommen habt? Und das wollen wir dann auch einfangen. Und ich denke mal so Ende Oktober, Anfang November, je nachdem, wie wir das mit den Verpackungen und so hinbekommen. Wie gesagt, die Rezepturen stehen. Da muss jetzt nur noch so der Endschliff gemacht werden. Das dürfte Ende Oktober, Anfang November passiert sein. Dann gibt es diese Produkte zu bestellen. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht und ein schönes Starterpaket zusammengebunden, was um die 100 Euro liegen wird. Also wirklich auch bezahlbar für 4 Produkte. Und ihr könnt guten Gewissens etwas auf eure Haut auftragen, was hilft für die Haut in den Wechseljahren, keine Falten zu reduzieren. Also auch das möchte ich nicht ausloben, dass man Falten rückgängig machen kann, weil das wäre total unseriös. Das lass alle anderen machen, das mache ich nicht. Aber wichtig ist doch, dass diese ganzen fehlenden Dinge in unserer älter werdenden, locker werdenden Haut, dass die repariert werden können und aufgefüllt werden und dass wir uns diese 50-Erscheinung vielleicht auch bis in die 70 ein Stückchen weit erhalten können. Das ist das Wichtige. Nichts an Schäden reparieren. Die Haut wird frischer aussehen. Das ist ganz klar. Und wir können sie vielleicht ein paar Jahre länger so halten, wie sie ist. Oh, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht zugetextet. Aber wie gesagt, meine Begeisterung ist groß. 5 von diesen 2 Paketen, also das sind alle Produkte zusammen. 5 Frauen haben die Chance, nach Gießen zu kommen, sich die ganze Herstellung von kosmetischen und pharmazeutischen Artikeln anzugucken. Wir erstellen für jede dann einen Pflegeplan. Ich zeige euch auch gleich den Raum. Sieht nicht unbedingt aus wie bei der Kosmetikerin, ist halt ein Institut. Da stehen dann auch diese Liegen. Da wird dann durchgesprochen, wer soll sich wie in welcher Reihenfolge mit den Produkten pflegen. Dann bekommt ihr alles mit nach Hause. Von mir bekommt ihr als Fahrgeld Produkte von Make-up Coach im Wert von 100 Euro. Das soll die Benzinkosten erstatten. Und wie gesagt, wer Lust hat, am 9.9. nach Gießen zu kommen und dann 6 Wochen später zu mir hier nach Pulheim, damit wir das Endergebnis oder das Zwischenergebnis dann mal begutachten können. Bitte schreibt mir dann, ich schreibe das unten in die Infobox an info@makeupcoach.de. Und was ganz wichtig ist, ich brauche 1-2 Fotos, vielleicht so einmal vom ganzen Gesicht und dann ein etwas näheres, wie sieht zum Beispiel die Augenpartie aus. Und bitte achtet darauf, dass die Fotos richtig rum sind, sonst habe ich einen Wahnsinnsaufwand, diese Fotos erstmal noch irgendwie zu drehen. Also schickt ihr euch vielleicht erstmal selber die E-Mail, ob das Foto auch richtig rum ist. Das würde mir sehr helfen. Denkt dran, in die E-Mail direkt eure Adresse reinzuschreiben, das Alter reinzuschreiben, Lebensgewohnheiten reinzuschreiben. Wie ist zum Beispiel das Gewicht? Raucht ihr? Was habt ihr schon an Pflege unternommen? Hat das funktioniert? Hat das nicht so funktioniert? Irgendwie so ein bisschen das kurz in Worte fassen. Und dann hoffe ich, dass ich dich, wenn du so um die 50 oder am liebsten noch über 50 bist, wenn wir uns dann am 9.9. sehen. Wer sagt, ich bin aber erst 45, aber meine Haut sieht schon ganz schön mitgenommen aus, auch bitte melden. Aber Zielgruppe ist die Frau, die in den Wechseljahren ist oder die Wechseljahre gerade durchlebt hat, weil genau dann fehlen Stoffe in der Haut, die wir jetzt wunderbar ergänzen können oder dass die Produktion von diesen fehlenden Sachen wieder angeregt wird. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, hoffe, dass ich euch bald auch die Marke mitteilen darf und werde dann genauer die Produkte auch erklären. Ich benutze das jetzt erstmal weiterhin, bin total begeistert und mische und na, ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten, weil es sind halt auch Produkte, die man untereinander ergänzen kann, je nachdem wie die momentanen Bedürfnisse sind und dann diese Fließmaske und dann ein Augenroller, der das hier alles so schön erfrischt. Klar, diese dicken Dinger, die gehen nicht weg, die könnte nur der Chirurg entfernen, aber es fühlt sich alles besser an und es sieht im Endeffekt auch nicht mehr so knittrig aus. Und bald mehr. Das sind die Vorab-Informationen. Es gibt jetzt eine Pflegeserie für die Frau in der Menopause. Das, was es bis jetzt noch nie in dieser Art und Weise und in dieser Qualität gegeben hat. Tschüss, wir sehen uns am 9.9. Vielleicht. Tschüss.
Das ist ein Brutschrank. Hier werden Hautzellen mit verschiedenen Produkten drauf beobachtet. Das ist ein Livestream, was sich da innerhalb von mehreren Tagen an den Zellen verändert. So sieht das jetzt in dem Brutschrank. Das kann man sich vorstellen wie ein warmer Kühlschrank von innen aus. Was liegt jetzt hier oben in dieser Flüssigkeit drin? Genau, das ist eine Teeflasche und die ist jetzt unten bewachsen mit einer dünnen Schicht an Hautzellen. Und da kommen dann eben neue Wirkstoffe rein und da wird eben untersucht, wie die sich auswirken auf die Zellen. Und per Livestreaming auf dieses iPad dann übertragen. Genau, da kann man sich sozusagen auch von zu Hause aus angucken, wie die Zellen wachsen. Das geht auch von zu Hause aus. Boah. In diesem Kosmetikraum werden wir uns dann verwöhnen lassen und die einzelnen Produkte werden aufgetragen. Hier ist die Zellkulturtechnik. Hier gibt es verschiedene Schränke, die die ganzen Muster von Hautzellen aufbewahren und über einen längeren Zeitraum beobachten, wie sich die Ergebnisse dann entwickeln. Das ist ein konfokales Laserscanning-Mikroskop, mit dem ich in die Haut reingucken kann, ohne sie zu schneiden und zu verletzen. Was kostet sowas? Eine gute halbe Million. Boah, Wahnsinn. Also das ist so mit einer der teuersten Räume, die wir hier haben. Hier steht halt richtig Technik, wo sich jede große Firma die Finger nachlecken würde. Richtig. Das ist ein Klimaschrank, da sind 40 Grad, da werden zum Beispiel Produkte über längere Zeit eingelagert, um zu sehen, wie halten die bei euch im Badezimmer, wenn es einen Sommer gibt, so wie dieses Jahr, wo ständig hohe Temperaturen sind. Das muss das Produkt ja aushalten können. Ja, hier findet jetzt die Rezepturentwicklung statt, also hier haben wir die ganzen Ausgangssubstanzen für unsere Triggersysteme, für unsere Emulsionen und eben auch das Equipment, um die herzustellen. Das ist alles in Hautpflegeprodukten drin. Das ist also eine Vielzahl, die ständig in neuen Rezepturen zusammengerührt wird. Und man muss ja auch gucken, nicht alle Inhaltsstoffe vertragen sich in einer Flasche. Deswegen ist das schon eine Wissenschaft für sich, an der hier Diplom-Ingenieure viele, viele Jahre probieren und basteln, bis das fertige Produkt dann entstanden ist.